Hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es um diese Lock Sprays, wie ihr hier sehen könnt. Ich möchte euch kurz vorstellen, wie ihr sie verwenden könnt, welche Geschmäcker bzw. verschiedene Gerüche sie gibt und wie ihr sie einfach beim Angeln bzw. verschiedene Angelmethoden einsetzen könnt. Erhältlich sind sie bei einem Tackle Dealer, Fangblitz Lock Spray, immer 50 ml in der Flasche, somit extrem viel für einen guten Preis. Fragt bei eurem Tackle Dealer mal nach. Zum Produkt selbst erhältlich in 8 verschiedene Farben. Es gibt den Erdbeerflavor, Forelle-Flavor, sprich mit Knoblauchgeruch, den Karpfenflavor hier, der gelbe, hier handelt es sich um Maisflavor, dann den Aalflavor in dunkel gehalten, hier handelt es sich um Squid bzw. Octopus, dann den klassischen Raubfischflavor für Zander und Hecht mit Fischgeschmack, könnt ihr ideal euren Köderfisch einsprühen, großflächig, bzw. auch ins Innere vom Köderfisch sprühen, um einfach eine längere Lockwirkung zu haben. Dann gibt es den Waller Flavor, den habe ich jetzt nicht hier stehen. Hier handelt es sich um einen Muschelflavor, auch in der Farbe grün gehalten, ideal zum Wallerangeln, um euren Wurmbündel bzw. euren Köder einzusprühen, einfach einen zusätzlichen Attraktor zu verleihen dem Köder. Und dann noch einen klassischen Vanille Flavor, hier in der Farbe durchsichtig bzw. braun und zuletzt noch in der Farbe grün den Anis Flavor, auch wieder idealer Köder für Brassen und Karpfen. Zur Verwendung selbst, wie ihr sehen könnt, jede Flasche ist dicht verschlossen, stinkt somit nicht in eure Tacklebox, läuft nichts raus. Ein zusätzlicher Deckel und jede Flasche verfügt über einen Sprühmechanismus. Ihr könnt ja entweder eure Gummifische großflächig einsprühen, den kleinen auf Barsch zum Beispiel. Ihr könnt eure Kunstköder, eure Blinker, Spinner einsprühen. Natürlich auch eure Wobbler und ihr zieht einfach im Wasser einen zusätzlichen Attraktor, einen Geruch hinterher, was einfach oft den Fischen zusätzlichen Reiz zum Beiß ermöglicht. Natürlich könnt ihr euren Boilie einsprühen, ihr könnt euer totes Köderfisch einsprühen, euren Mais, das ist euch einfach frei überlassen, wie ihr das verwenden könnt. Es ist nicht zu hoch konzentriert, sprich ihr könnt es auch einfach großflächiger aufsprühen, im Gegensatz zu unserem hochkonzentrierten Fangblitz Locköl, welches immer 25 ml in der Flasche hat, aber hierzu findet ihr einen extra Film, wo ich das spezielle hochkonzentrierte Produkt vorstelle. Bei diesem Produkt handelt es sich um Ready-to-Fish, ihr könnt es großflächig aufsprühen, ihr fangt dicke Fische damit, Petri heil im Wasser, viel Spaß beim Angeln und dicke Fische.